Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Es wird Zeit für einen kurzen Langzeiterfahrungsbericht zum Apple iPhone 10. Das Gerät kam ja Anfang November raus, wir haben jetzt Ende September, bedeutet Pi mal Daumen. 10 Monate habe ich das Gerät jetzt im Einsatz gehabt und ich will einfach mal mit euch, ich weiß, in den nächsten Tagen werdet ihr erschlagen mit Videos zu neuen Apple iPhone 10S, 10S Max, zu dem neuen Apple Watch Serie 4 Dingern und. Deswegen wollte ich vorher noch, weil auch die große Frage wieder aufkommt, soll ich wechseln? Nein, also das brauche ich jetzt keinem zu erzählen. Das ist ganz klar, dass niemand von einem iPhone 10 auf ein 10S wegen ein bisschen mehr Performance und einer bisschen besseren Kamera-Performance wechseln sollte. Und vielleicht ein bisschen mehr Akkulaufzeit. Nee, aber das ist in so Regionen, selbst wenn man dieses Gerät jetzt gebraucht noch verkaufen würde, etliche 100 Euro Wertverlust kriegt man da trotzdem, auch bei Apple. Auch wenn es nach wie vor immer noch so ist, dass gerade die iPhones in dieser ganzen Smartphone-Welt da draußen noch die wertstabilsten sind. Aber eigentlich will ich jetzt ganz kurz die einzelnen Punkte durchgehen. Ich würde auch gerne kurz in die Nahaufnahme gehen. Das machen wir auch direkt, denn ich will euch mit das zeigen, was mich am meisten an dem Gerät stört. Und damit meine ich jetzt nicht den fehlenden Kopfhöreranschluss und das Dongle und Adapterlife, was man seitdem führt. Ich meine, der fehlt schon seit der Generation davor. Ich finde es immer noch doof, ich würde einen Kopfhöreranschluss vorziehen, aber ich laufe seitdem auch fast immer mit Apple AirPods oder mit Over-Ear-Bluetooth-Kopfhörer mit Noise-Canceling rum. Habe ich mich halt dran gewöhnt und geht eigentlich auch, obwohl, aber das, was mich am allermeisten an dem Gerät stört, es ist das mit am Abstand am meisten zerkratzende iPhone-Display, was ich bisher hatte. Das Ding war eine Woche bei mir und hatte hier oben schon jede Menge Kratzer. Ich versuche das gerade mal einzufangen. Ja gut, mit den Fingerabdrücken auf der Vorderseite. So, gucken wir mal. Na, gehst du wohl wieder aus? Also, und jetzt. Kratzer, Kratzer, Kratzer. Da seht ihr einen, das spiegelt mein Display nicht mal ansatzweise wieder. Sekunde. Nehmen wir uns mal eine Taschenlampe. So, und jetzt da unten, da wo das überall schimmert und reflektiert, da unten. Und das habt ihr da schon wieder, alles was hier um diesen Schein, da, sehr schön. So fängt man die Kratzer dann ein. Und jetzt hier oben. Und das ist der Wahnsinn. Und das ist, wie gesagt, viele Kratzer waren nach einer Woche in dem Gerät schon drin. Und ich habe es wie mit ein rohes Ei behandelt. Ich habe echt mit vielen Leuten drüber gesprochen. Seit dem iPhone, ich glaube 5S, da hat Apple irgendwas geändert. Da waren die iPhone-Displays wieder richtig kratzresistent im Vergleich zu den 3G, 3GS, 4er, 4S vorher. Aber seit dem 10er hier, das ist dermaßen mit Kratzer übersät. Am Anfang war es dann auch immer noch so, dass ich sagte, naja, die Kratzer merkt man nicht. Aber mit der Zeit kriegt man dann auch Kratzer rein, die man dann mit dem Fingernagel merkt. Ich gebe dem Ding dann aber so viel wieder. Das sind Kratzer, na, komm mal eben her. Die sieht man nur im ausgeschalteten Zustand. In dem Moment, wo das Display an ist, da fällen mir diese Kratzer, die hier reinkommen, null auf, also wirklich null. Wenn man es dann aber irgendwann mal ausgeschaltet auf den Tisch legt und dann wundert man sich, so, also das ist das, was mich wirklich mit Abstand am meisten am Gerät schockiert hat, stört und auch wirklich geschockt hat. So, ihr seht hier gerade die Smartphone-Armada mit den anderen. Da können wir jetzt einfach direkt noch zu den Kameras rübergehen. Ich freue mich nach wie vor und ich merke es auf so vielen Messen, weil ich ja immer noch sehr viel mit dem iPhone filme. Die Zoom-Kamera mit OIS, mit der optischen Bildstabilisierung ist schön, aber die Kameras, letztes Jahr war ich davon noch richtig angetan. In diesem Jahr sind aber so viele andere Geräte auf den Markt gekommen mit richtig auch tollen Kameras. Und ja, es stimmt, im normalen Alltagseinsatz. Da macht mal das iPhone das bessere Bild, da macht mal das HTC U12 Plus das bessere Bild, ein Pixel 2, ein Huawei P20 Pro oder ein Samsung Galaxy S9 Plus. Mal so, mal so, mal so. Für das Normale, es ist Tag, es ist Licht da, ich hole das Gerät raus, Point and Shoot, Knips, Foto und dann, vor allem man fragt 10 Leute, kriegt 20 verschiedene Meinungen und. Es ist aber dann wirklich so, wenn man sich die einzelnen Geräte anguckt, hier bei Tag, das HDR-Zeug bei dem, da ist das HTC 12 einfach richtig, also ne, das sind so Sachen, wo ich einfach sage, hier im Punkt besser. Die Porträtaufnahmen der Pixel 2s mit einer Kamera, was Google da softwaremäßig rausholt, nicht tausendmal geiler, aber deutlich besser als das, was Apple da mit seinen Zweitlinsen zum Beispiel rausholt. Bei den Nachtaufnahmen vom P20 Pro, was da softwaremäßig durch die Langzeitbelichtung einfach geht, ist Huawei einfach, das zerfetzt alles, was hier drin möglich ist, was bei Nachtaufnahmen.
So, und was weiß ich, bei Videos, tagsüber finde ich das total von den Farben zu krass, aber dunkle Videos sind dann da wieder echt wieder brauchbar und das ist es halt. Das iPhone 10 hat halt nicht mehr diese herausragende Kamera. Das ist noch eine gute Kamera, die spielt auch oben dabei mit, sowohl für Fotos als auch für Videos. Und für Videos, normale Videos, sage ich ja hier nach wie vor, beste Kamera, die es gibt, auch was die Bildstabilisation angeht und vor allem was die Audioaufnahme angeht, gerade wenn man mit zwei Mikrofonen drankommt. Versteht mich nicht falsch, das ist eine 1A-Kamera. Aber wir haben in diesem Jahr so viele andere Geräte gesehen, die in einzelnen Kategorien das Ding schlagen. Da kann man immer noch sagen, super Allrounder, auf gar keinen, also ja, aber die anderen sind auch super Allrounder und haben dann noch mal ein Gebiet, wo sie einfach supidupi noch mal sind. Also versteht mich nicht falsch, tolles Teil, aber wir haben dieses Jahr, Apple hat richtig viel Konkurrenz in diesem Jahr bekommen. Ansonsten Verarbeitung, alles nach wie vor in Ordnung. Hier wackelt nichts, hier klappert nichts. Das Gefühl in der Hand für viele ist ja dieses 5,8 Zoll Format, was Apple da jetzt rausgebracht hat. Ein richtig tolles Gefühl in der Hand, genau die perfekte Größe und stimme ich zu, wobei ich persönlich mich natürlich auch auf das XS Max freue. Und ja, ich habe gerade X gesagt. Ist mir total egal, ob man jetzt 10 oder X sagt, kann doch jeder die Kiste nennen, wie er will. Akkulaufzeit. Hat sich nichts dran verändert. Viele sagen ja schlechter als ein Plus, einige sagen gleich als ein Plus. Ich komme Pi mal Daumen auf das Niveau von einem 8er Plus, auf einen 7er Pluser. Ich komme durch den Tag. Natürlich, wenn man dann damit viel filmt oder viele Fotos macht und es einfach sehr viel nutzt, dann wird es knapp. Damit auf einer Messe dann nochmal eine Stunde zusätzlich in 4K filmen, was nochmal Strom zieht, dann braucht man doch schon die Powerbank. Aber ich sage, morgens vom Strom nehmen bis abends komme ich damit hin und als Normalnutzer sollte das auch problemlos möglich sein. Geschwindigkeit und Bedienung, also ich meine diese Wischgesten, wie viele Leute die oder wie viele Hersteller jetzt auch darauf gehen. Guckt euch das neue Android-Betriebssystem oder neue Android-Version an. Ne? Das ist es. Und Apple hat jetzt ja auch keine Geräte mehr mit Fingerabdrucksensor angekündigt. Darin geht es. Ich mag die Bedienung. Mit iOS 12 wird das Ganze nochmal optimiert. Bin ich ein Riesenfan von, wie das Ganze geht. Dieses App-Wechseln durchs Durchwischen ist für mich einfach super. Das ist mit die beste Idee, die es, was auch immer mal im Smartphone-Markt jetzt gab. Geschwindigkeitsmäßig, ich habe keine Verluste oder keine Einbußen in dem Jahr erlebt. Im Gegenteil, ich fand jetzt mit dem iOS 12er Update, auch hier habe ich einen Geschwindigkeitszuwachs gemerkt oder von der Bedienung halt, wie man es im Alltag einsetzt. Ältere iOS-Geräte fand ich auch noch mal deutlich schneller geworden. Also durch dieses Update. Endlich mal ein Update, was die Geräte halt nicht langsamer macht, wie es so schön heißt oder wie man ja immer wieder hört. Sondern ansonsten Telefonqualität, damit zu telefonieren. Es ist Standard. Also da ist Apple jetzt auch nicht auf dem Niveau, wo sie dann sagen, hey, was weiß ich, mit AI-Learning oder sowas, Rauschunterdrückung und die Qualität von den Gesprächen ist besser. Nö, da ist dann auch ein 1150 € Einstiegsgerät auf dem Niveau von einem soliden 300-400 € Gerät oder von mir aus auch 250 € Gerät. GPS damit navigieren passt wunderbar. Diese Wasserdichtigkeit, ich habe es nicht ausprobiert, es war halt immer noch so im Hinterkopf. Es ist schön, wenn es, weil ich genügend Leute kenne, die Dinger wirklich, gerade Damen mit ihren Röcken, die, wo die Dinger dann ins Klo fallen, immer wieder gehört. Lautsprecher, die verbaut sind, könnten für meinen Geschmack noch mal lauter und besser sein. Das ist das, wo ich mich in einem oder in 10 Monaten jetzt dran gewöhnt habe. Da würde ich mir dann noch mehr wünschen. Aber wenn ich dann wieder zu einem iPhone ohne Stereo-Lautsprecher zurückgehe, dann ist das hier natürlich auch toll. Display, ne? Das Glas habe ich ja eben schon kritisiert, aber die Displayqualität, auch die Helligkeit, das ist ein Gerät, was ich dann auch durchaus draußen ablesen kann, wenn ich damit dann auch mal im Urlaub bin oder sowas und dann was Längeres, keine Ahnung, ich habe mein Kindle vergessen oder mein E-Book-Reader vergessen und dann lese ich da mal drauf. Das geht natürlich dann auch vielleicht auf Kosten der Akkulaufzeit, aber vom Display, Blickwinkel, Farben, so wie Apple das abgemischt hat, ist es einfach ein Traum. Apple Pay mit NFC in Deutschland ist immer noch nicht verfügbar. Das wird dem Gerät noch gut tun. Naja, und jetzt sind wir an dem Punkt. Apple hat die 10er aus dem Markt genommen. Man kann nur noch das 10S kaufen zum gleichen Preis. Und wir haben ja noch die Aufpreise sind auch gleich geblieben und eine 512 GB Version. Ich bleibe dabei. 64 GB, da sind auch mit ganz vielen Apps noch drauf. Pi mal Daumen 40 bis 50 GB für viele da draußen zum Knipsen und Videos filmen zur freien Verfügung. Wenn man dann in 4K filmen will und dann gehen halt, keine Ahnung, inzwischen mit dem, wenn man den H265er Codec nutzt, dann ist es ja nur noch 200 Megabyte für eine Minute Film, dann ist man bei 2 Gigabyte für 10 Minuten oder wenn man den alten H264er Codec benutzen möchte, aus Kompatibilitätsgründen oder was auch immer, dann ist man halt bei einer 10 Minuten Film bei 4 Gigabyte, die flöten geht. Da kann ich immer noch jede Menge filmen und wer filmt, hat mal mehr als eine halbe bis eine Stunde Videomaterial auf seinem Gerät.
bleibe ich dabei, 80-90% da draußen problemlos 64 GB Version dicke ausreichen. Natürlich ist es beruhigend für nur 170 Euro vierfachen Speicher zu bekommen. Aber lasst es euch gesagt sein von jemandem, der die 256 GB Version hat, weil er damit so viel filmt, weil er auf den Messen, auf den Events so viel damit dann auch filmt. Man wird zum Datenmessi. Man hat auf einmal so viel freien Speicherplatz. Und das ist dann hinterher immer wieder ärgerlich, wenn man das die Fotos und Videos wieder sortiert, wenn man aussortiert, wenn man dann da versucht, Ordnung reinzubringen. Und ich habe hier bestimmt 200 Apps inzwischen drauf, von denen ich 50 bestimmt nicht mehr nutze. Und sie sind trotzdem drauf, weil ich den Speicherplatz nicht brauche, weil ich noch so viel frei habe und denke mir, vielleicht wäre die kleine Version doch noch besser für die Ordnung gewesen. So, das ist so das, was man dann einfach hat. Und schön, weil ja dann immer wieder Leute in den Hintergrund gucken bei mir. Es ist halt so, wenn man so viele Fotos macht oder so viele Kisten immer bekommt, irgendwann, und das ist, man kann trotzdem noch so ein ausgeklügeltes System haben, das endet irgendwann im Chaos. Und so ist es dann auch hier. So, und das war's jetzt. Und jetzt große Preisfrage. Ich habe es ja schon gesagt, vom X aufs XS zu wechseln. Nee, auf gar keinen Fall, weil bisschen halbe Stunde mehr Akkulaufzeit geschenkt. Nochmal bessere Fotoqualität oder sowas. Ja, das ist vielleicht natürlich toll. Und natürlich will man auch die schönsten Fotos machen können für Weihnachtsfeier oder sonst was. Aber wenn man sich jetzt die Ami-Tests anguckt, dann sind nochmal die Porträtaufnahmen. Und wenn man genug Licht hat, dann wird das nochmal besser. Aber das, wo man dann wenig Licht hat, ist anscheinend trotzdem noch nicht so viel besser geworden. Also da, wo man dann sagen würde, hey, das wäre doch mal ein Sprung. Diese 5% dann mehr, wenn wobei Fotos, die sowieso schon gut waren. So, also das so ein bisschen mehr Performance haben wir nichts von. Und diese NPUs, die im neuen A12 Bionic drin sind, also Machine Learning, Siri schlauer oder sowas, merkt man auch. Also wenn da jetzt irgendwas käme, nö. Ich denke mal, deswegen hat auch Apple das 10er aus dem Programm genommen. Weil jetzt viele fragen, gibt es die Dinger jetzt günstiger? Naja, man kann sich ja die Preise angucken. Das 64 GB Ding gab es schon immer für, oder in den letzten Monaten schon immer für 900 oder leicht unter 900 Euro in der 64 GB Version. Letztens gab es sogar für 950 die 256 GB Version. Ist halt die Frage, wie oft die Händler solche Angebote noch machen können, wie viele Restbestände da noch vom 10er sind, die dann abverkauft werden müssen. Wenn ich dann aber sehe, ne, keine Ahnung, Pi mal Daumen, 250 bis 300 Unterschied zwischen einem X und einem XS. Da müsste man eigentlich preis-leistungsmäßig definitiv dann zum X greifen. Auch beim Wiederverkaufswert in einem Jahr oder sowas, dass man dann diese 250, nee, normalerweise sind wir bei den Geräten immer bei 100, maximal 150 Euro Unterschied gewesen zwischen den Generationen. Und das heißt, da zahlt man da das extra. Die Kohle sieht man aber auf gar keinen Fall zusätzlich, also diesen mehr Aufpreis. Nicht wieder. So, das dann zur Preiseinschätzung. Und das soll es jetzt gewesen sein. Also langt es also nach wie vor, sonst hätte ich es nicht genutzt. Ich bin damit wirklich zufrieden. Ich mag so viele Apps, die es hier drauf gibt. Die Reader-App ist nach wie vor die beste RSS-Feed-App oder Lese-App, die es für mich gibt. Andere Sachen gefallen mir hier wirklich dran. Die Notch hat mich nie groß gestört. Face-ID hat wirklich knallhart funktioniert. Ich würde mir nur noch mehr, also Apple Pay in Deutschland, aber da kann das Gerät halt nichts für. Drahtloses Laden, es ist ein tolles Gerät. Auch wenn ich sagen muss, gerade bei den Kameras oder bei der Akkulaufzeit, gibt es da draußen andere Geräte, die ein iPhone inzwischen überholt haben. So, aber als euer eierlegende Wollmilchsau, 1A. Und beim Preis, naja, wenn es die jetzt für 900 oder unter 900 das noch gibt, das sind so jetzt Regionen, wo ich sagen kann, ja, das ist so immer noch teuer, aber okay. Aber ein 1150 Euro Preis, oder 1320 Euro für die mittlere Version. Irre. Aber ich kann, weil ich es auch genutzt habe und auch den Preis bezahlt habe, auch Leute absolut verstehen, die es zahlen. Aber man darf da eigentlich nicht drüber nachdenken. So, trotzdem, 1A-Teil. Das soll es gewesen sein. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.